Ja, Samstagsausgabe. Ich bin ja froh, dass das jetzt hier so für euch als Zuseher und Zuseherin so ein bisschen ineinander übergeht, die gerade die zwei Folgen davor. Für mich ist jetzt eine Woche rumgegangen, was das Aufnehmen angeht. Ich werde dann Dolo erstmal zu Onas Warte Hof auf wieder dich. schicken. Ich gehe. Ja, Gut. am besten alleine weiter. Wo gehen wir denn hin? Dann Dolo geht erstmal zu Onas Warte auf Hof. mich, auf Onas Hof. Na gut. Ja, dann geh mal los, richtig. Und ich werde mich ganz schnell zum Großbauern hintwisten. Warum eigentlich? Das ist falsch. Doch, nee, es ist richtig. Weil ich nochmal überlegt habe, dass ich ja eigentlich noch mit Khaled reden müsste. Ich war immer der Meinung, als ich bei Grant war, er hat mir ein Bündnisangebot gemacht, das ich abgelehnt habe. Und jetzt gehe ich trotzdem zu Khaled hin, habe aber vorher die Orks schon ein bisschen angemetzelt mit dem Dandolo. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt abgeht, weil wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Das habe ich ja völlig ignoriert. Das muss ich ja nochmal irgendwie klären. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Dein Ruf? Nun, mal überlegen. Kord meint, dass du ganz schön mutig bist. Schließlich hast du ihm seinen Ring wieder besorgt. Torloff sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Und das will schon wirklich was heißen. Seltsam. Da ist plötzlich der Meinung, dass du ein brauchbarer Mann wärest. Dabei hat der Bursche vorher ganz anders über dich geredet. Kavalorn hat mir erzählt, dass du uns von den Orkspähern befreit hast, die sich hinter dem Hof breit gemacht haben. Damit hast du uns sehr geholfen. Die Kerle waren mir schon lange ein Dorn im Auge. Du hast meinem Kumpel Rod ein Heilmittel bei Sagitta besorgt. Das war nicht ungefährlich für dich. Danke. Das war wirklich uneigennützig von dir gewesen. Viele der Männer meinen mittlerweile, dass du ein ehrlicher Kerl bist. Du hast es geschafft. Ich vertraue dir. Du hast alle Aufgaben erledigt, die man dir gestellt hat. Meine Männer So. respektieren dich. Ich bin daher bereit, Lord André zu helfen, wenn er gegen die Orks vorgehen will. Sag mir also So. Bescheid, wenn er meine Hilfe braucht. So, das hört sich nämlich ganz anders an. Jetzt gucken wir mal ins Büchlein rein, ins Logbuch. Ich schätze mal erfüllte Missionen. Gucken wir mal eben. Das Vertrauen der Söldner da unten ist es. Ich habe Kavalon mitgeteilt, dass das kleine Ortlager beseitigt ist. Ich konnte endlich Kalets Vertrauen erwerben. Jetzt ist er auch bereit mit mir. Also bereit, mir zu helfen. Das könnte natürlich heißen, dass die anderen mit in den Kampf gezogen werden. Ich weiß es nicht. So, jetzt war da noch was mit. Und zwar das Orklager. Ich habe mir genug Vertrauen bei den Söldnern erworben. Khaled ist jetzt bereit, mit Lord Landry ein Bündnis abzuschließen. Oh, Leute. Ey, I'm so sorry. Das, ne, wenn man sich zu lange in Jacken da, welches ich eigentlich vorher noch nie gekannt habe, aufhält und dann die Geschichte, die hier, die, oh, da muss man sich echt mehr wieder reinfuchsen und hier wieder weitermachen, ein bisschen reinkommen. Also, sorry, dass das wieder hier blöd gelaufen ist. Jetzt aber. Nee, genau, richtig. Zippi, so, dann gucken wir mal. Lord André. Wie spät haben wir es? Wir haben es 19:24 Uhr. Lord André ist nicht hier. Das heißt, ich kann mir also den Silberkelch nehmen. Gut. Habe ich eigentlich die Truhe schon ausgebüxt? Speicher mal ab. Okay. Zange, Säge, Hammer und Rostal. Ganz viele Roststahl. Nie Rostal. Nein. Gut. Wo Lord André jetzt ist, wissen wahrscheinlich einige von euch jetzt. Er wird sich irgendwie positioniert haben. Jetzt gehe ich nochmal hier hoch, um zu gucken. Nein, Lord André ist hier nicht. Dafür gibt es hier eine Mana-Essenz und eine Essenz der Heilung. Schlafen wir mal eine Nacht darüber. Weil sonst wird es für uns wieder zu dunkel. Also das gibt wieder Mut, so ein bisschen. Vielleicht ist es ja auch. Ja, das verstehe ich noch nicht. Was bedeutet das? So, okay, ich kann das ein bisschen unterbrechen. Gucke ich die Uhrzeit an. Steht hier 17 Uhr. Ich kann also nicht mehr in Gang skurrieren, es kann in keinem Bett mehr richtig schlafen, um das zu organisieren.
Also was das jetzt noch zu bedeuten hat, da müsste man mir auch noch mal schreiben, falls es nicht schon gemacht worden ist, in den Folgen davor. Ja, mir fällt ja noch der Cedric ein, unter der gefangene Paladin. Da ist nämlich noch was zu tun. Ich weiß nun, warum die Orksöldner auf Korinnes sind. Sie sollen Onas Söldner dazu bringen, sich mit den Orks zu verbünden. Das wird Cedric interessieren. Da muss ich auch noch hin. So, ich habe mich mal umgezogen und jetzt werde ich mal vor die Toren der Stadt mal mich mal begeben, um irgendwie zu Cedric zu kommen, weil die wollen mich ja nicht mehr reinlassen. Das hat ja jetzt mir der Grand verboten. Okay, bis dahin. Ja, an der Taverne angekommen, die mir immer so ein bisschen Dorn im Auge war, habe ich mir gedacht, jetzt riskiere ich es mal und werde mal die People angreifen. Okay, ich bin im Rennmodus bei gezogener Katana. Jetzt bist du dran. Ja, ist ja gut. Na los, Scott, geh doch mal zugrunde. Genau, da kommt der Nächste oder die Nächsten an. Alter, Adepten weg. Ork-Söldner futsch. Na, okay, das war das. Nun gucken wir mal, was haben wir denn alles hier? Alter Holzschild, grobe Schwerte. Oh, was haben wir denn hier? Harrows Brief an Scott. Merken. Erstmal looten. Harrows Brief an Scott. Okay, was ist denn das? Ach, ein Orksöldner Bogen. Nichts Besonderes. Ein Wässerchen, ein Käse, ein Bier. Ach ja, was haben wir denn hier? Noch einen alten Holzschild. Ja, Bier, lecker, ist gut. Orksöldner, was haben wir hier Besonderes? Auch wieder ein Orksöldner Boden. Ansonsten Bogen. Boden. Ja, die liegen am Boden. Adepten hat auch nichts Besonderes. Dann gucken wir mal in die Truhen. Okay, die ist unverschlossen. Die nächste hat ein Schloss. Braucht man nichts machen. Drei Eintöpfe. Das bringt Lebensenergie, die werden wir auch gleich mal schlucken. Ach ja, so, Brötchen, Brötchen. Bier, Wacholder. Mal hier nochmal das Brat und Eintopf. Oh ja, das ist gut. Dann wollen wir mal gucken, wo die Eintöpfe nachher sind. Und Kochlöpfel. Ein Kochlöpfel. Jep. Oh, hier den goldenen Kerzenständer. Möchte ich auch haben. Ein Fisch, ein bisschen Wacholder. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier mit den Eintöpfen erfrischen können. Da sind sie. Eintopf. Ja, gut, okay. Gibt ein bisschen Fell over Rippen, aber auch nicht so viel. Ja, gucken, schauen wir mal. Das sieht nicht so pralle aus. Ich weiß. Gut, das sollte erstmal sein. Wenn ich mal zwischenspeichern. Yep, okay. War ja hier noch gar nicht so richtig drinne. Deswegen werden wir erstmal hier. Das war der Kochtopf. Erstmal hier genau alles untersuchen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Abos ohne Brief den richtigen ich, Schlüssel kriege ich das nie auf. Dann hier wenigstens eine Butze auf. Oder war ich hier doch schon mal? Hallo? Ne, ein Wolfsfell. Gut, okay. Also, dann werde ich mal mich wieder nach unten begeben. Zur ebenen Erde. Ach ja. Und gucken mal den Harrows Brief an. Wenn ich den dann im Sammelsurium finde. Ja, genau, da ist Harrows Brief an Scott. Mal gucken, was drin ist. Hey Scott, ich habe das Lager der Banditen gefunden. Liegt direkt hinter der Brücke. Leider sind diese Kerle dabei, eine Palisade an dieser Stelle zu errichten. Wenn die Mistkerle fertig sind, kann ich nicht mehr zurück. Werde daher versuchen, eine Nacht rüberzukommen. Hoffentlich gelingt es, sonst bin ich dran. Harro. Okay. Ja, es wird schon langsam Nacht, würde ich sagen, beziehungsweise ist eigentlich ganz gut. Ich muss ja zu Cedric gelangen. Das wird übel. Das wird übel. Ich gehe jetzt mal zur Stadt, also ne, in die Richtung. Bis dann. Ja, von der Taverne komme ich. Jetzt stehe ich hier vor dem Tor. Da vorne sind natürlich ein paar People. Metaner Ork-Krieger. Und ich müsste sozusagen in die Kaserne rein, um zu Cedric, dem Gefangenen, zu gelangen. Ha, 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 ha. Lustig, überlege ich, wie ich das machen muss. Kopf, Kraul, das wäre jetzt blöd. Ich werde mal durch die Kanalisation gehen und da irgendwie versuchen,
also aus Hannas Hotel herauszuschleichen. Vielleicht komme ich dann irgendwie hin. Mag schauen, ich weiß es nicht. Also vom Leuchtturm aus, ihr kennt da den Weg über die Felsen, reinspringen und so weiter und so fort. Bis dahin. So, mal eben zu Fuß hochgelatscht, ging ja fix. Da fällt mir aber noch gerade was ein. Alrik Jora. Irgendwas mit Jora war noch. Wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Das machen wir mal vorsichtshalber. Ja, hat geklappt. Man kann ja nie wissen, wofür man jetzt noch diesen Schlüssel braucht. Irgendwie war was bei mir im Hinterkopf. Und das müsste ich nochmal im Logbuch gucken. Auf jeden Fall werde ich mal mich runterbegeben zur Kanalisation. Oh je, ich habe sie auf mich gerissen. Auf jeden Fall habe ich eben ein paar Schwertchen gehört. Ja, ist gut. Schiff unten. Ach, da hinten sind sie. Oh, weia. Kein, natürlich keine Ahnung, was dann passiert. Da kommen ja welche hier. Da springen ja hier welche runter. Man weiß es nicht. Hier muss ich warten. Naja. Gut, okay. Die sind dann wahrscheinlich woanders am rumlaufen. Okay, dann werde ich nochmal versuchen, zur Tür zu kommen. Ah. Oh, ja. Mhm. Da habe ich was ausgelöst. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das was bringt. Wie geht denn das jetzt hier? Ah, oh, schung, schung. Ich höre nur noch Schwerter, die gezogen werden. Das hört sich nicht gut an. Liebe Leute, ja, ich weiß, ich bin falsch. Das war aber irgendwie in dieser Richtung und ja, da ist es. Hm. Hier sind ja auch noch jede Menge Deppen. Ja. Weiß der Geier, was jetzt passiert. Moment mal. Ah, Mist. Das mit dem Ring ist so ein Ding. Das mit dem Ring, 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 Ringelding. Zap. Ach, vielleicht noch mal was futtern. Ah, genau, ja, noch ein paar Dunkelpilzchen. Kann ja nichts schaden. Und ansonsten noch ein leichtes Getränk. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Besten im Schleichmodus gucken. Da oben sind ja die ganzen Adepten. Gucken, wie spät haben wir es? 20.15 Uhr. Ich muss da nur drüber, rüber. Gucken wir mal ums Eck. Okay, da steht einer. Ein Ork-Söldner, ne? Gucken wir mal hier ums Eck. Okay. Ah, da oben ist ein Ork. Okay. Da ist auch einer. Oh, das ist auch noch so ein schwerer. Okay, der ist erstmal deppert. Der kommt hier nicht rein, oder was, oder wie? Und jetzt zerstöre ich hier nicht so ein Spiel, den Spielfluss. Ja, Hutschatscha, du machst hier am Haus irgendwas rum. Ja. Oh, das ist auch noch so ein gefährlicher Ork-Krieger. Den schaffe ich natürlich nicht. Gehen wir mal ganz schnell hinter den Tisch. Ah, guck rum. Ja, also bevor ich da durchgehe, werde ich doch lieber bis Mitternacht schlafen. Das machen wir da unten in der Kanalisation. Hier war ja irgendwo ein Bett. Genau zwei Stück. Die werden wahrscheinlich wieder wabern. Ja, ich weiß nicht, was das wird. Muss ich immer selber gucken, wie spät haben wir es? 12 Uhr mittags, das ist nicht gut. Ja, also bis ich dann da durch bin, um Mitternacht aufzuwachen, melde ich mich wieder.
Jawohl. Mitternacht. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Ja, okay, er rennt noch mit gezogener Waffe. Ich möchte mal wissen, ob ich einen Belia-Fluch irgendwie an mir habe, dass ich nicht mehr richtig schlafen kann. So, und wenn ich jetzt irgendwie zu Cedric käme, ohne großartig... Verdammt, was ist los? Ja, halt die Klappe. Verdammt, was ist los? Hey du, was schleichst du da rum? Wieso siehst du das? Hier ist doch keiner, der mich sehen kann. So, jetzt erstmal gucken, wie hier... Oh, toll. Jo, gleich mit Feuerpfeilen. Die Orks, die schlafen nie. Das ist übel. Wie komme ich jetzt zu Cedric? Gibt es da irgendwie einen Trick? Moment! Das hätte ich gleich von Anfang an machen können. Verwandlung Ork. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Hä? Wo hat er mich denn jetzt hin teleportiert? Hä? Ich stand doch direkt vorm Eingang. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich mache diese Geräusche. Okay, gucken wir mal. Ja. Oh, einen breiten Heinz da, kommt ja kaum durchs Treppenhaus. So, bin ich jetzt hier safe? Verdammt! Sieht gut aus. Okay, er bleibt Cass. Kann man den anquaken? Nö. Mhm. Okay. Jetzt gehe ich erstmal hier rein. Hier ist keiner. Und bevor ich Cedric vor die Augen trete, versteck mich mal hier in der Ecke. Speichern. Was nicht geht in der Verwandlung, müsste ich erstmal außerhalb der Verwandlung gehen. Gibt es hier noch ein verstecktes Buch? Nö. So, jetzt kann ich mit Cedric quaken. Ich hoffe, ich werde auch hier nicht gestört. Na also, und dann kann ich mich heraus teleportieren. Mitteilen, warum die Orksöldner da sind. Ich habe die Erzkisten sichergestellt. Ach, lasse. Oh, ich komme weiter. Das ist gut, das ist... Ich weiß jetzt, warum die Orksöldner auf Korinne sind. Die Orksöldner sollen den Orks helfen, die Söldner auf Onas Hof auf ihre Seite zu bekommen. Verdammt. Gut, dass du mich hierüber unterrichtet hast. Und jetzt? Oh, ja. Ich mache erstmal die Erzkisten. Oh, ich habe gedampft. Ich habe die Erzkisten sichergestellt. Sie sind bereits an Bord unseres Schiffes. Sehr gut. Der König wird es brauchen. Wir alle sind dir zu großem Dank verpflichtet. Und jetzt? Bei Innos, wir sind verloren. Gegen so eine Übermacht hätten wir nicht die geringste Chance. Ja, ja. Ich muss so bald wie möglich hier raus, um Lord André zu informieren. Wenn du also eine Möglichkeit siehst, mich zu befreien, dann tue dies. Ja, jetzt bestimmt noch nicht, oder? Okay, abspeichern. Ja, das wäre natürlich leichtsinnig, den Cedric jetzt rauszulassen. Ich gehe erstmal rüber und sag Gernot Bescheid. Der schönen kristallklaren Sternennacht. Wie viel haben wir? Oh, okay. Da haben wir ja schon ziemlich viel geschafft. Ich hätte beinahe alleine die ganzen Orks da auf Onas Hof weggeballert, aber das wäre wohl Quark. So, Gernot. Über die Orksöldner. Hoffentlich erzählt er ein bisschen was. Ich habe eine Menge über die Orksöldner herausfinden können. Dann berichte. Die Anzahl der Orksöldner ist eher gering. Vielleicht sind es insgesamt 30 Mann, mehr nicht. Einige von ihnen halten sich bei Onas Hof oder in den Wäldern auf. Die meisten aber sind in der Stadt. Allerdings sollen die Söldner aus der Stadt das Orkheer unterstützen, das Onas Hof und die Männer von Lord Amri belagert. Dies kann schon sehr bald geschehen. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass der Schmied der Orks genug Erzwaffen herstellt. Die Söldner werden daher gut ausgerüstet sein. Allerdings ist ihre Disziplin nicht sehr gut. Sie sind untereinander sehr zerstritten. Ein hervorragender Bericht. Jetzt wissen wir, wie es um unsere Feinde steht.
Du musst Lord André unbedingt unterstützen, bevor er und seine Leute von den Orks und ihren Verbündeten besiegt werden. Alleine wird das aber ziemlich schwierig werden. Dann musst du Verbündete suchen. Wir können leider nicht eingreifen. Tut mir leid. Hier hast du übrigens noch etwas Gold. Ich hoffe, dass es dir helfen wird. Danke. Bei so viel Gold, was ich jetzt habe. Gucken wir mal, Lernpunkt 37, was ich eigentlich noch machen könnte. Jolt. Ja, 31.148. Gucken wir mal ins Logbuch, um genau zu schauen. Wir hätten noch einmal den gefangenen Paladin. So, Orksöldner benachrichtigen. Ich habe gerne und mitgeteilt, was ich über die Orksöldner erfahren habe. Am besten teile ich das den gefangenen Cedric mit, sofern ich das noch nicht gemacht habe. Wenn es außen würde, ich keinen freien Zugang zur Stadt mehr haben. Ja, okay. Okay, das ist eigentlich alt. Ja, da wurde auch eingeblendet, wichtige Missionen auf Korines. Ich habe gerne mitgeteilt, was ich über die Orksöldner erfahren habe. Damit wäre diese Mission auf Korines beendet. Okay. Ja, mal überlegen, was wir dann machen. Erstmal abspeichern. Jetzt gucken wir mal, wo wir Lord André finden. Vielleicht ist er ja. Er ist immer noch nicht hier. Uhrzeit 1.35 Uhr. Ja, jetzt muss ich wieder. Ihr wisst ja Bescheid. So, ich habe bis 6.01 Uhr. Eben habe ich aber 6 Uhr gehabt. Naja, gut, okay. Ja, Lord André ist also nicht hier. Wo könnte er sein? Vielleicht ist er ja bei Khaled wegen dem Bündnis und gemeinsame Sache und so. Da gucken wir dann auch mal nach. Ja, hätten wir anders gemacht. Diese Gespräche sind lustig. Jetzt plötzlich alle, die wieder da sind. Was ist los? Ja, ich suche Lord André, liebe Leute. Oder auch Khaled. Verdammt, was willst du? Gott. Verdammt. Jarvis? Was willst du? Ruckel, Ruckel. Komisch, immer hier in die... Auch hier, ja, dann hätte ich ein bisschen schlafen sollen. Basta. Khaled ist bestimmt wieder woanders. Ach hier, ich habe noch ein paar alte Münzen zu verkaufen. Komm, Vasili, nimm mir mal Münzen ab. Hast du Interesse? Sicher? Hast du noch welche? Ja, jede Menge. Ein paar. Ein paar ist gut. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Sehr schön. Ich hab weggedrückt. Deswegen wurde links nichts angezeigt. Ach ja, so. Busch. Vielleicht hier am Eingang was passiert. Sentenza und Raoul. Das war doch schon vorher klar. Ey, ich muss noch mal kontemplieren. Ja, nach reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, doch nochmal wieder rüber zu Cedric zu gehen um Mitternacht, um ihn dann rauszuholen. Ich werde das mal lecker, ne, den Weg mal überspringen und blende mich dann ein. So, diesmal machen wir das ohne Berge. Und zwar werden wir den Weg hier nehmen über die Leitern. Das ist gut. Und bis dahin wisst ihr ja Bescheid. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes Bett hier in Korines oder seitdem ich da beim Einsiedler in dem geheimen Ort war in den Bergen, da permanent, jetzt ist es wieder 8 Uhr, 8 Uhr 1, mal ist es 17 Uhr, das kann ich ewig so machen, bis ich zufällig auf 0 Uhr komme oder wie oder was. Komisch, ich glaube, das ist nicht richtig so. So, ich habe es übrigens herausgefunden, woran das liegt. Und zwar, wenn ich 6-mal den Cursor down drücke, ihr habt ja gesehen, es wird ja nicht mehr das Menü eingeblendet, stattdessen wabert es herum. Aber intern, was nicht eingeblendet wird, ist mehr das Menü, bis wo lange ich schlafen kann. Also, habe ich es endlich herausgekriegt. Oh Mann, also da ist auf definitiv ein Fehler drin. Kann ich mir nicht vorstellen, da muss ich mir merken. Das ist aber blöd irgendwie. Und dieser Fehler kam, als ich beim Einsiedler oben in den Bergen war. Also die verlassene Hütte mit den vielen Ratten habt ihr ja wahrscheinlich gesehen.
So, jetzt gilt es aber, den Cedric zu befreien und auf der sicheren Seite zu sein, werde ich mal mich als Ork wieder verwandeln. Dann springt er hier wieder hin. Jetzt muss ich erstmal hier wieder orientieren, wo das war. Ja, genau, richtig. Bist du lahm? Ach ja, kein Geschwindigkeitsring. So. Oh, da ist auch noch mein Zauberrückstand zu sehen. Verdammt, was ist los? Ja, hier stapft ein Ork durch die Gegend, Leute. So, werden wir uns mal wieder hier materialisieren. Speichern lieber nochmal ab und holen den Cedric jetzt mal raus. Ach, ich werde als erstes mal meine Waffe ziehen. Aha, um zu gucken, ob ich meinen Geschwindigkeitsring wieder neu anlegen muss. Was, ach Leute, was ja auch sein muss. So, jetzt Cedric holen wir jetzt mal raus. Also Hebelchen ziehen. Der wird mir bestimmt helfen, wenn ich da jetzt durch muss. So, hoffentlich gibt es eine Gesprächsoption. Ich werde dich jetzt befreien. Okay. Na, sorry, dass ich das... Ich werde dich jetzt befreien. Bist du dir sicher, dass du dieses Risiko auf dich nehmen willst? Ja, ja. Ja, komm. Ich bringe dich zu Lord André. Aber beeil dich, bevor uns noch die Orks entdecken. Gut, ich folge dir. Cedric sein Schwert geben. Okay. Ich habe dein Schwert gefunden. Gut. Dann lass uns sogleich auf den Weg machen, speichern lieber. Auf wie geht's? Dann lass uns sogleich auf den Weg machen. Auf geht's. Das sagt er auch noch. Ich wusste das vorher nicht. Auf geht's. Cedric. Komm raus. Muss ich dir erst eine Futterspur legen? Ja, Cedric ist eine große Hilfe. So, muss ich nochmal anfangen, weil Cedric sich verpisst hatte. Also, war ja nicht so schön. Okay. Das war eben der von eben. Jetzt müssen wir durch ihn da hinten durch. Und der Plan war, über zur Taverne hin. So, Cedric. Diesmal lasse ich ihm das alleine machen hier. Okay, der ist gleich hin. Sehr gut. Hervorragend. Nicht springen. Cedric, Kampfverhalten. Ach ja, lustig. Kann man hier auch eingeben. Ja, dann rüber. Cedric, mach mal hinne. Gucken, hoffentlich kommt er hier rein. Verdammt, was ist Komm. Los? Cedric, hier zu mir, bei Fuß. Okay. Und wir gehen hier runter, Cedric. Oder? Oder wollen wir hier raus? Weil das scheint für dich kompliziert zu sein, ne? Hallo. Ja, Mitternacht. Ich hatte es zuerst versucht, da unten ihn durch die Kanalisation zu bringen, aber das schien wohl nicht zu klappen. War für ihn zu kompliziert. Auf jeden Fall ist das hier einfacher. So. Wunderbar. Klasse. Bis hierhin, liebe Leute. Wir haben Cedric befreit. Erstmal. Mal gucken, wo wir in der nächsten Folge mit ihm hingehen. Danke fürs Zusehen, schreibt einen Kommentar und vor allem wichtig ist, warum diese Bettfunktion nicht mehr funktioniert. Ich schreibe aber noch im Forum. Danke fürs Zusehen nochmal und tschüss.